Ja, ich glaube, man hat heute gesehen, was den DFB-Pokal auszeichnet. Ich habe ein fantastisches Pokalspiel gesehen, ja, wo alles drin ist, was du in der ersten Runde als Bundesligist gebrauchen oder nicht gebrauchen kannst. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Kompliment an Sven und seine Mannschaft, die uns wirklich heute das Leben richtig, richtig schwer gemacht hat. Wir haben die Bedingungen hervorragend angenommen, fand ich. Wir haben die erste Viertelstunde, 20 Minuten genau das gemacht, was du machen musst. Wir haben viel Tempo im Spiel gehabt. Wir haben immer wieder versucht, über den Flügel durchzubrechen. Haben da vielleicht noch nicht diese letzte Konsequenz gehabt, die du dann auch brauchst, um in so einer Situation nochmal in Führung zu gehen. Hatten so ein, zwei halbe Möglichkeiten. Und dann passiert etwas, was normalerweise nicht passieren sollte, dass du dann mit der ersten Unachtsamkeit hinten einzeln in Rückstand gerätst. Das spielt natürlich dann RWE in die Karten. Publikum ist da. Atmosphäre, das kann ich vielleicht mit einbinden, war genauso wie ich es erwartet habe, fantastisch. 18.000 Zuschauer, beide Fanlager, ich denke, überragend ihre Mannschaften supportet. Das sind alles Dinge, die natürlich dazugehören, um dann so einen Pokalfight daraus werden zu lassen. In der Halbzeit haben wir gesagt, wir müssen geduldig bleiben. Wir müssen das Spieltempo wieder erhöhen. Wir müssen das andere, das 0-1 abhaken. Wir müssen in unserem Tunnel bleiben. Wir müssen gucken, dass wir uns nicht unnötige Foulspiele erlauben, dass wir uns selber aus dem Spiel nehmen. Das ist der Mannschaft sehr, sehr gut gelungen, wie ich fand. Wir haben dann gleich zwei, drei sehr, sehr knappe Abschlüsse gehabt. Dann muss ich sagen, der Torwart drei, vier Mal RWE schon vor dem 1-1, denke ich, im Spiel gehalten. Und gut, dann hast du irgendwann gemerkt, jetzt, wenn wir jetzt weiter dranbleiben, dann wird die Fehlerquote wird ein bisschen höher bei RWE in der Mannschaft. Und die Fehler haben wir dann genutzt. Klar, unterm Strich bleibt dann für uns ein 2-1-Sieg. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt. Das mag vielleicht ein bisschen verwunderlich sein, wenn man beim Viertligisten nur 2-1 gewinnt. Aber RWE hat gut gespielt und wir haben, denke ich, gesehen, dass wir gar nicht so weit weg sind von der guten Verfassung schon. Und ich habe lieber so ein Spiel, wo wir voll gefordert waren, wo wir unter Druck waren heute schon. Wir mussten ein Spiel drehen, das Ausscheiden war möglich. Ja, und das haben wir hervorragend gemacht. Und von daher, denke ich, nehmen wir auch sehr, sehr viel Positives, trotz des knappen Ergebnisses mit. Danke. Ja, ich habe ziemlich genauso das Spiel auch gesehen wie mein Kollege. Ich glaube, dass wir in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde, die wir auch überstehen wollten, ein bisschen Probleme hatten, dass wir uns danach aber gefangen haben. Haben dann, wie gesagt, das Glück, dass wir das Tor machen. Unabhängig davon wollten wir gut verteidigen. Wir wussten, wir müssen viel laufen. Wir wollten aber auch mutig sein im Spiel nach vorne. Und ich finde, wir haben genau das gemacht, über weite Strecken. Haben deshalb auch 1-0 geführt und dass wir hinten raus dann mit der Kraft Probleme kriegen, glaube ich, war klar. Der Druck wurde dann auch sehr groß. Ich glaube, auch konnte dann noch zwei Offensive nachlegen. Haben vorher, wie gesagt, ein paar Situationen überstanden, wo ich gedacht habe, okay, wenn wir die jetzt überstehen, ganz vielleicht lang. Unabhängig davon hat es nicht ganz gelangt. Die Enttäuschung ist, glaube ich, immer da, wenn man den Pokal ausscheidet, weil es geht letztendlich nur ums Weiterkommen. Nichtsdestotrotz muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich extrem stolz auf das, was wir heute geliefert haben, was die Mannschaft geliefert hat, was die Fans geliefert haben. Und es war genauso wie beschrieben, es war eine sensationelle Pokalatmosphäre, ist auch nach dem Schlusspfiff keiner gegangen. Und das sind Dinge, die wir für die nächsten Wochen mitnehmen müssen, mitnehmen sollten und deshalb bin ich zwar enttäuscht, aber es überwiegt eindeutig der Stolz über das, was wir heute geleistet haben. Dankeschön. Herr Hecking, wie froh sind Sie, dass ausgerechnet Jonas Hofmann das Tor gemacht hat? Er ist ja nach einer guten Rückrunde nicht unbedingt als Torjäger aufgefallen im letzten Jahr. Erstmal bin ich froh, dass einer getroffen hat, ja, und dass Jonas das Tor macht, das deutet sich an, ja. Im Training hat er immer seine Aktionen, gestern im Abschlussspiel macht er 2 Tore, ja, aus einer ähnlichen Situation, wo er aus der Tiefe plötzlich vorne mit reinstößt. Ja, und ich glaube, das ist immer wieder das Gleiche, wenn man natürlich immer darauf rumreitet und immer darauf angesprochen wird, dann macht sich das irgendwo im Kopf vielleicht doch breit. Ja, und ich habe ihm gesagt, pass auf, das wird dieses Jahr anders, du wirst deine Tore machen. Ja, und das hat mich gleich im ersten Spiel da bestätigt. Freut mich natürlich, hoffe natürlich, dass es nicht sein letztes Tor war für diese Saison.